Wintercamping, bei manchen Campern gehasst, bei anderen vergöttert, worauf ihr achten müsst, was es für neue Gesetze gibt, wie hält man sich am besten warm und wie kann man gegen das verdammte Kondenswasser angehen, da gehen wir in diesem Video komplett durch. Ich habe schon bei minus 20 Grad gecampt, da gibt es einiges zu beachten. Und die erste Sache, die ich ansprechen möchte, ist, da wir mobil sind als Camper, kann man sich selber aussuchen, in welchem Klima man eigentlich unterwegs ist. Mittlerweile bewege ich mich seit über einem Jahr nur noch im warmen Raum. Momentan sind wir in Spanien, in Granada. Das ist Lana. Wir fahren momentan nach Marokko runter, dann nach Portugal und dort zurück. Das sind alles warme Zonen. Aber die gute Nachricht für Wintercamper ist, es ist leichter, sich warm zu halten, als sich kühl zu halten. Wenn man jetzt im Winter campen will oder keine Wahl hat, dann kann man sich ordentlich vorbereiten. Man spricht da natürlich von Isolierung und von Heizungen drin. Gehen wir da einmal durch. Ich habe eine K-Flex 19mm Isolierung hier. Die kann ich mal kurz zeigen. Das ist die hier. Es ist umständlich, die anzubringen. Das hat vom Fahrzeug am meisten Zeit benötigt. Darüber habe ich dann noch so eine weiße Folie drüber gezogen, um einfach mehr Licht zu reflektieren. Das ist so ein kleines Streitthema. Es gibt auch noch Baumwolle, es gibt Mineralfasern, die im Hausbau verwendet werden. Warum ich mich für K-Flex oder eher bekannt von der Firma Armaflex entschieden habe, ist, weil die geschlossen porig ist, kein Wasser durchlässt. Bei der Mineralfaser zum Beispiel ist es so, wenn dort Wasser dran kommt, dann ist die Isolierung quasi sofort futsch. Da muss man explizit noch darauf achten, dass da auf keinen Fall irgendwie Regenwasser dran kommt oder so. Und es gibt viele Leute, die Probleme mit dem Dach haben, wo dann Tropfen durchkommen. Deswegen habe ich mich da sofort gegen entschieden. Die Isolierung hält per se nicht warm, sondern die sorgt nur dafür, dass die Temperatur von innen nicht leicht nach außen geht, beziehungsweise von außen nicht leicht nach innen kommt. Bedeutet, wenn ich mit der Isolierung jetzt bei minus 20 Grad irgendwo stehe, es hier drin warm ist, dauert es trotzdem 2-3 Stunden, bis die Kälte dann auch hier drin ist. Deswegen braucht man als zweites unbedingt eine Wärmequelle im Fahrzeug. Da habe ich am Anfang so eine China-Heizung für rund 100 Euro gekauft. Erstmal nur zum Testen, bevor ich mir irgendwas Teures hole. Und was soll ich sagen, die habe ich immer noch. Und bin äußerst zufrieden damit. Man kann über den Controller die Werkseinstellungen umstellen und die noch ein bisschen feintunen. Manko der Heizung ist, ihr braucht eine Stromquelle. Diesel verbraucht die überraschend wenig. Ich habe das mal hochgerechnet. Das waren irgendwie ein paar Cent pro Stunde, wenn ich die ganze Bude hier warm halten will. Und das ist echt eine krasse Heizung. Die macht ja 4 Kilowatt. Wenn ich die voll aufdrehe, dann ist hier eine verdammte Sauna drin. Das ist wirklich übel. Aber die braucht auch Strom und dazu bräuchtet ihr dann eine angemessene Bordbatterie. Lithiumbatterien sind besser, die können Kälte viel besser ab. Ich habe eine AGM, also eine Bleibatterie. Wenn es richtig kalt wird, dann halbiert sich einfach schlagartig die Kapazität der Batterie. Und wenn Schnee auf den Solarpanelen liegt, dann habt ihr da ein bisschen mehr zu kämpfen. Aber zum Thema Heizung kommt auf jeden Fall ein eigenes Video. Und zwar will ich die ausbauen und komplett zeigen und alle Tricks einfach aufzählen, die ich dort für mich rausgefunden habe. Es gibt noch diese kleinen Propangasheizungen, wenn ihr euer Van bereits ausgebaut habt und mit der Kälte struggelt. Dann ist das eine Option. Manko dabei ist, die erzeugt ganz viel Luftfeuchtigkeit und das wird auf jeden Fall jedem zum Verhängnis. Das ist einfach die Feuchtigkeit, die in der Luft ist und magisch zu kalten Stellen gezogen wird. Hier habe ich zum Beispiel Leisten quer zu den Streben gebaut, damit der Kontakt zu der Karosserie, die natürlich vom Winter kalt wird, so gering ist wie möglich. Trotzdem setzen sich dann hier kleine Tröpfchen ab, die dann im Extremfall auch runtertropfen, wo dann nur noch ein gutes Klimakonzept im Fahrzeug hilft. Hört sich alles kompliziert an, ist eigentlich ganz einfach. Achtet einfach darauf, dass die Hitzequelle, hier meine Heizung, die im Bett endet, was der absolute Oberhammer ist, kann ich jedem empfehlen, dass diese Hitzequelle auf der einen Seite des Fahrzeugs anfängt und die Luft auf der ganz anderen Seite des Fahrzeugs wieder rausgezogen wird. Ich habe einen kleinen Trick entwickelt. Ich lasse selbst im Winter vorne die Fenster einen Schlitz weit offen. Wie gesagt, die warme Luft wird wie magnetisch zu kalten Stellen hingezogen. Den Vorderraum konnte ich ja natürlich nicht isolieren. Und dann wird die Luftfeuchtigkeit hier rausgezogen. Alternativ kann man sich kleine Mini-Abzugshauben an die Decke setzen, was auch sehr gut funktioniert, weil die warme Luft nimmt die Luftfeuchtigkeit auf, geht nach oben und wird dann dort langsam abgezogen. Für mich war das ein Gamechanger beim Thema Luftfeuchtigkeit im Camper. Noch eine brisante aktuelle Information. Die Gesetzeslage hat sich verändert. Wenn ihr Winterreifen habt, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr dieses Frostsymbol habt. Ich habe hier Allwetterreifen und Reifen ohne dieses Gebirge mit dem Frostsymbol drauf sind demnächst nicht mehr zugelassen. Da könnt ihr Strafen für bekommen. Überprüft übrigens vorher auch, ob ihr Schneeketten benötigt und zieht die auch einmal drauf, um es einfach mal gemacht zu haben. Ja, es gibt Zonen, wo die Pflicht sind, aber auch so würde ich das empfehlen. Ich persönlich habe keine, weil ich so ein komisches Maß in meinen Reifen habe und die schweineteuer sind. Das heißt, bei mir gibt es viele Regionen, wo ich gar nicht erst hinfahren darf im Winter.
So, das zum Thema Ausbau des Campers. Wenn ihr das alles habt, müsst ihr trotzdem auch einige Sachen beachten. Und zwar trennt auf jeden Fall eure Klamotten, die ihr draußen benutzt und die ihr drinnen tragt. Im Winter mache ich das gerne, dass ich immer durch die Fahrerkabine einsteige, dort meine Schuhe ausziehe, dass die Feuchtigkeit vom Schnee oder vom Regen direkt vorne bleibt. Und dann schlüpfe ich da durch. Ich habe die Trennwand extra rausgenommen und dann bin ich erstmal in meinem Wohnraum. Auch eure Starterbatterie vom Fahrzeug selber, die vorne am Motor sitzt, verliert dann Kapazität. Also beachtet, dass ihr auf jeden Fall ein Starterkabel dabei habt. Oder wechselt eure Starterbatterie, wenn ihr sowieso schon wisst, dass die schwächelt. Oder holt euch so eine tragbare Starterbatteriehilfe. Die kosten auch nicht die Welt. So, des Weiteren, beim Heizen grundsätzlich gibt es 4 Sachen, die ausschlaggebend dafür sind, wie warm es euch ist. Erstmal die Größe des Raums, die ihr heizen wollt. Wenn wir jetzt eine Halle heizen wollten, müssten wir eine viel dickere Heizung reinbauen, als wenn wir nur so einen kleinen Raum heizen wollen. Dann die Isolierung, hatte ich ja bereits angesprochen, aber auch eure Klamotten helfen da sehr. Vor allen Dingen, da Klamotten quasi den Raum ja total minimieren, ihr braucht ja nur noch euren Körper wärmen. Dann ist es wichtig, was habt ihr für eine Außentemperatur? Abgesehen davon, dass man irgendwo hinfährt, wo es wärmer ist, kann man sich auch, ganz wichtig, einfach in den Windschatten stellen. Stellt euch an irgendeine Wand oder wenn es ganz schlimm ist, eine Tiefgarage, wird gerne übersehen, aber das funktioniert wunderbar. Und nicht irgendwo auf die Spitze eines Berges, was ich auch schon gemacht habe, wo ihr dann für 4 Tage bleibt, weil alles zugeschneit ist und ihr dann nicht mehr rauskommt. Und die 4. Sache, die wichtig ist, ist natürlich die Heizung. Euer Körper selber ist auch eine Heizung. Friert bei euch wirklich alles ein, dann zieht euch einfach dicke Sachen an. Die Hitze des Körpers und die dicke Isolierung von Klamotten und der kleine Raum, den ihr habt, funktioniert sehr gut auch gegen extreme Kälten. Es ist auch viel leichter, sich warm zu halten, als wieder warm zu machen. Also darauf sollte man dann schon achten. Am besten, wie gesagt, dicke Klamotten anziehen. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel vorm Schlafengehen noch eine Wärmflasche mit heißem Wasser auffüllen und dann unter die Decke oder so. Das hilft einfach. Oder noch was warmes Essen, bevor man schlafen geht. Weil wenn man einmal abgekühlt ist, dann ist das echt unglaublich schwierig. Und man muss viel mehr Aufwand unternehmen, bis man dann wieder warm ist. Danke. Womit wir zum Schlafen kommen. Wie Lana sagte vorher, was warmes Essen oder so eine Wärmeflasche haben, ist der Hammer nachts über. Aber gönnt euch auch auf jeden Fall einen Schlafsack. Ich habe meinen jetzt weggeräumt. Da braucht ihr auch nicht mit Geld zu sparen. Und was mir noch geholfen hat, ist eine Skimaske. Tada! Das ist jetzt eigentlich gar keine Skimaske, sondern die kommt aus dem Rennsport. Aber so wird die Luft, die ihr einatmet, noch vorher vom Körper so ein bisschen aufgewärmt. Und um die kalte Luft noch besser zu verbannen, habe ich auch was Kleines entwickelt, was der Hammer ist. Abgesehen von den 7 Decken, die ich hier habe. Ich habe eine Decke, wo ich so ein Seil dran befestigt habe. Oben sind über meinem Bett überall solche kleinen Häkchen. Da macht ihr die Decke dran, zieht die über euren ganzen Körper drüber, sodass ihr mit dem Kopf hier drunter pennt. Und dann habt ihr wie in so einem kleinen Superzeltchen eine richtig warme Luft hier drin. Ich mache das immer, wenn es nachts kalt wird. Ich will nicht mehr dazu sagen, probiert das mal aus, das ist der Wahnsinn. Nachts überfrieren, das gehört dann mit der Vergangenheit an. Morgens schmeiße ich dann die Heizung an, die mir idealerweise dann direkt dort reinbläst. Und selbst bei minus 20 Grad habt ihr einen wahnsinnig geilen Start in den Tag. Reißt dann morgens auf jeden Fall alle Türen und Fenster auf, um die Luftfeuchtigkeit rauszukriegen. Nachts über verliert man sehr viel Körperflüssigkeit und es geht alles in die Luft über. War bei mir Quelle Nummer 1 der Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug. Abends empfehle ich das auch, dass man so lange durchlüftet, bis es wirklich kalt im Fahrzeug ist und dann alles von der Heizung wieder aufwärmen lässt. Auch so ein Gamechanger. Wenn ihr diese Sachen beachtet, dann habt ihr keine Probleme mehr mit der Kälte und auch nicht mit der Luftfeuchtigkeit. Auch ein leidiges Thema, jeder kennt es. Was ist, wenn man sich ausgeschlossen hat, weil das Türschloss eingefroren ist? Ich selber hatte da noch nie Probleme mit, weil ich ja morgens lüfte und ausschließen ist möglich, aber einschließen hatte ich noch nie. Man kann da ruhig versuchen, mit Gewalt die Tür zu öffnen. Die Mechanismen sind ja extra so gebaut, dass sie dem Frost standhalten. Und wenn ihr morgens nach einer bitterkalten Nacht die Tür aufreißt, ist eh alles freigeschlagen. Höchstens zieht ihr euch da irgendwie die Gummis ab oder die reißen halt, aber die kosten auch nur ein paar Euro, also kein Problem. Worauf ihr dann eher achten solltet, ist, dass die Kühlflüssigkeit auf jeden Fall die Temperaturen aushält und dass euer Wischwasser auch die Temperaturen aushält. Im schlimmsten Fall könnten bei euch die Düsen einfrieren und platzen. Ja, bei mir sind die Düsen hier im Wischer drin. Und auch die Kühlflüssigkeit im Motor kann gefrieren und den ganzen Motor aufreißen. Das wäre natürlich fatal.
beim Losfahren den Motor nicht warm werden lassen, dafür könnt ihr eine Strafe kassieren. Macht vielleicht am Anfang eine Bremsprobe, um zu gucken, wie es sich anfühlt, auf dem Schnee zu fahren. Haltet beim Abfahren extra viel Abstand, das solltet ihr aber sowieso machen. Macht keine ruckartigen Lenkbewegungen und wenn ihr euch nicht traut, euch das nicht zumutet, dann fahrt einfach nicht. Die Unfallrate im Winter sind natürlich wesentlich höher als im Sommer. Und da ich gerade sehe, dass die Lana hier was Leckeres kocht, mal wieder, was gibt's denn? Eintopf, all day, every day. Das Gas, das hier verbrennt, das generiert wie bei den Gasheizungen extra viel Luftfeuchtigkeit. Lüftet euer Fahrzeug währenddessen. Ich mache das auch, obwohl ich einen Schnellkochtopf benutze. Ein Topf, da kommt dann der Deckel drauf, man macht das warm, da entsteht Druck drin, dadurch kocht das viel besser, man verbraucht weniger Gas und vor allen Dingen entsteht da kein Dampf oder so, keine Luftfeuchtigkeit durch die offene Bauweise eines Kochtopfes. Auch empfehle ich jedem, so eine kleine Schaufel zu haben. Ich will gar nicht sagen, wie oft ich mich schon ausgraben musste, nicht nur bei Schnee. Weißt du noch, als ich mich das erste Mal festgefahren habe und dann eine Frau vorbeikam, um unser Auto rauszuschieben? Ja. Ah, das war super geil. Ich habe hier auch nur so ein kleines Mini-Ding, muss dann halt reichen, ne? Noch eine große Kleinigkeit, die auf jeden Fall ein Gamechanger ist, wo man erst unterwegs merkt, wie effektiv das ist, sind sogenannte Raumtrenner. Wir haben das ja bereits durchgekaut, je kleiner der Raum, desto leichter ist es warm zu halten. Und mit diesem Vorhang, das ein doppelt genähter thermischer Vorhang ist, konnte ich sehr gut den vorderen Raum von dem Wohnraum thermisch isolieren. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann irgendwann diesen kleinen Vorhang hier dran gemacht habe. Die Seile habe ich einfach irgendwo reingesammelt, das ist ganz egal. Wenn man das zumacht, dann hat man hier einen winzigen Raum, der selbst mit der kleinsten Heizungsstufe richtig angenehm warm ist. Das ist auch ein thermischer Vorhang, ganz einfach. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, wie gut das funktioniert. Die warme Luft geht zur kalten Luft rüber, aber das macht sie ganz langsam und das reicht, um diesen Raum hier richtig geil warm zu halten. Da hinten ist es dann richtig warm, hier in der Mitte ist es dann angenehm kühl, was auch cool zum Sport machen ist. Hier vorne ist es dann richtig kalt, aber immer noch ohne Wind, was ziemlich gut ist. Und draußen ist dann natürlich die Hölle eingefroren. Und jetzt machen wir noch etwas, was richtig gut funktioniert und immer sehr informativ ist, und zwar die Storytime. Das ist so dämlich. Fangen wir direkt an mit der schlimmsten Wintersituation, in der ich jemals drin war. Das war lustigerweise in Deutschland, im Saarland. Wir hatten trübes Wetter, es ging gegen 0 Grad. Ich war auf dem Weg nach Südfrankreich, wollte die Côte d'Azur ansehen, richtig schön. Ich kam gerade vom Wandern zurück, habe mir die Drachenzähne angeguckt. Mein Körper war kalt, ich bin ins Auto gegangen und ich hatte keinen verdammten Strom für meine Heizung. Das war so ätzend, weil ich hatte damals noch die 200 Watt Paneele drauf, was viel zu wenig war. Und ich konnte die Heizung einfach nicht betreiben. Was habe ich gemacht? Ich habe mir so einen Hocker genommen, habe mich im Auto auf den Boden gesetzt, habe mir einen Poncho angezogen und eine Kerze zwischen meinen Beinen gestellt. So schlimm war das. Ja, ist witzig, ne? Klingt spaßig. Den Trick kenne ich aus der Bundeswehr. Das wärmt den ganzen Körper auf. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich noch lebe. Das war so eiskalt, ne? Ja, und der Körper war kalt und ich hatte keine Möglichkeit, mich aufzuwärmen, ne? Weil sich wieder warm kriegen ist halt eben einfach wieder schwerer. Das war so katastrophal. Und was habe ich danach geändert? Erstens, ich habe mir das Doppelte an Solarpanelen drauf gesammelt. Und ich habe die Scheu davor verloren, den Motor einfach so laufen zu lassen, um mit dem Booster die Batterie hinten aufzuladen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, das wäre schlecht für den Motor, was aber nicht stimmt. Das ist ein Mythos. Wenn man ein Auto mit 200.000 Kilometer von der Polizei kauft, dann standen die viel mit laufendem Motor und die 200.000 Kilometer stimmen einfach nicht mit der Laufleistung des Motors überein. Du stehst ja quasi da. Der Motor läuft, aber der Tachozähler geht nicht hoch. Ach so. Also der Motor lief viel, viel länger, als der eigentlich gefahren ist, weißt du? Und deswegen ist der Motor dann in einem super katastrophalen Zustand mit 200.000 Kilometern. Verstehst du? Ja. Man müsste eigentlich nicht die Kilometerzahl vorne stehen haben, sondern die Betriebszeit in Stunden oder die Liter, die der Motor verbraucht hätte. Das wäre viel repräsentativer für den Zustand des Motors. Viel ausgeschweift, kurzum. Im Stehen den Motor laufen lassen ist nicht schlimm. Denk nur daran, den Motor aufwärmen im Stehen, das ist wiederum in Deutschland zumindest nicht erlaubt. Umweltverschmutzung. So, wo wir jetzt bei Kerzen sind, dann habe ich auch ganz viele Kerzen in meinem Auto reingepackt und das hat tatsächlich die Temperatur um ein paar Grad erhöht. Gibt ja den Trick mit dem Topf, den man umgekehrt draufstellt. Habe ich selber nicht getestet, aber ich kann mir vorstellen, dass dann im näheren Umkreis des Topfes, also vielleicht einen halben Meter noch, die Strahlungshitze tatsächlich gut wirkt, aber das Auto selber kriegt man damit nicht richtig warm, zudem das wirklich eine Brandgefahr ist. Ich habe ja hier hinten eine Kerze und guck mal, wie das hier schon Färbung angenommen hat. Also die hier in der Ecke kann ich jetzt nicht mehr betreiben. Und zu guter Letzt war meine Griechenlandreise sehr lehrreich bezüglich des Wintercampings. Ja, ich weiß. Dazu musste ich ja durch Österreich und Slowenien durchfahren. Ich wusste, dass es da kälter ist, aber Gott verdammt, war das eiskalt dort. Da war ich echt froh, dass ich mein Fahrzeug für die kalte Temperatur ausgebaut habe. Beim Autofahren war es
stockdunkel, es war alles zugeschneit, man konnte die Park-for-Night-Parkplätze teilweise gar nicht erst erreichen. Ich habe mich einfach an die Seitenstraße gestellt, habe mit dort in den Bergen übernachtet. Die Nacht war gut, alles war super. Am nächsten Tag bin ich dann aufgestanden und es war so wunderschön. Vor den ganzen Bergen wach zu werden. Wintercamping kann wirklich sehr, sehr traumhaft sein. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es war sehr interessant für euch. Wintercamping ist eigentlich echt ein richtig cooles Thema. Bereitet euch darauf vor, dann wird das Wintercamping super cool. Ich hab euch lieb. Und wir sehen uns unterwegs.